beim TV. Du hast ja mit 17 einen Führerschein gemacht. Hat es deine Karriere gefördert? Absolut. Also ich sag mal, ich war damals in der Formel 3 und die Rennen waren ja schon fast in ganz Europa. Und da meine Eltern gearbeitet haben, war es natürlich wichtig, dass ich dann auch alleine zu den Rennen fahren konnte. Okay. Früher hast du dein Kuscheltier dabei gehabt beim Kartfahren. Und was hast du jetzt für einen Glücksbringer? Ich habe ein Glücksschweinchen und ein paar Münzen mal ab und zu dabei. Legst du noch Kontakt zu deinen Heppenheimer Freunden oder geht es gar nicht mehr mit dem Privatleben? Ja, absolut, es geht natürlich. Also man ist natürlich viel unterwegs, aber würde ich jetzt irgendwo weit weg studieren, wäre es auch nicht anders. Also ich glaube, heute gibt es genug Mittel, mit denen man dann in Verbindung bleiben kann. Jetzt gibt es ja 1000 Blitzer hier an der Bergstraße. Wurdest du schon geblitzt? Na, heute nicht. Also heute war abgesperrt und gab es keine Radarfahrer. Danke.